Schlusswort. Also erstmal möchte ich darauf hinweisen, weil immer wieder Baden-Württemberg herangezogen wird. Am Neckar ist ein Leichtölkraftwerk gebaut worden mit 300 Megawatt, was den Grünen dann als Gaskraftwerk bezeichnen, weil es so betrieben wird. Also das ist schon ein Witz, ja? Also ich fasse es nicht. Und dann möchte ich noch eine Sache klarstellen. Ich habe vorher schon mal den Unterschied zwischen Leistung und Arbeit klargestellt. Ich möchte euch bitten, nicht immer Wasserstoff heranzuziehen. Wasserstoff ist nichts anderes als ein Energieträger, der erstmal erzeugt werden muss, um dann genutzt werden zu können. Und da haben wir nur noch ein Etat von 25%. Da ist nichts mehr da. Also bitte, träumt weiter von Wasserkraft. Das muss gemacht werden, entweder aus Gasumwandlung, Erdgas, oder aber durch Kernkraftwerke, weil nur die zuverlässig den Strom bringen, um dieses Elektrolyse herzustellen. In Deutschland werden wir es nicht durchkriegen, klar, aber dann importieren wir es als aus dem Ausland. Aber bitte, lasst erstens, merkt euch das bei der Bevölkerung auch, Leistung und Arbeit. Und zweitens nochmal, Wasserstoff ist nur ein Energieträger, nichts anderes. Danke.